des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, wo der Kollege Thomas Rachel freundlicherweise die Frage 8 des Kollegen Gehring zur Veröffentlichung des nächsten BAföG-Berichts beantwortet. Herr Präsident, Herr Kollege Gehring, wie in § 35 Satz 3 BAföG vorgesehen ist, wird die Bundesregierung im Jahr 2017, also im Laufe dieses Jahres, ihren 21. Bericht nach § 35 BAföG vorlegen. Wie schon in der Begründung des Regierungsentwurfs zum 25. BAföG-Änderungsgesetz beschrieben, wird die Verschiebung des turnusgemäßen Vorlagetermins erfolgen. Und die Berichterstattung wird erst erfolgen, wenn erste Auswirkungen des Änderungsgesetzes messbar sind, die für eine Abwägung aller relevanten Entwicklungen zur Bewertung neuerlicher Anpassungsbedarfs erforderlich sind. Das wird logischerweise nicht vor Vorliegen der BAföG-Statistik des Statistischen Bundesamts möglich sein, mit deren Veröffentlichung wir so ungefähr Anfang August rechnen. Wie auch in früheren BAföG-Berichten soll zudem auf Basis der dann aktuellen Herbstprojektion der Bundesregierung die Einkommensentwicklung und die Entwicklung der Verbraucherpreise bis zu dem auf das Berichtsjahr folgenden Jahres, also bis 2018, in die Berichterstattung einbezogen werden. Auf Basis dieser Daten wird die Bundesregierung den Bericht noch in diesem Jahr, wie vorgesehen, beschließen und dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat vorlegen. Kollege Gehring. Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär. Das ist eine sehr überraschende Information, die auch Ihre Verzögerungstaktik beim BAföG-Bericht ganz klar dokumentiert. Denn der BAföG-Bericht ist ja gesetzlich alle 2 Jahre vorgeschrieben. Das haben Sie jetzt für diese 25. Novelle schon außer Kraft gesetzt und verschoben. Und es war auch so der übliche Modus, dass man dann im Januar oder spätestens im Februar einen BAföG-Bericht vorlegt in diesem 2-Jahres-Rhythmus. Jetzt wird es offensichtlich nach Ihrer Aussage 3,5 Jahre dauern, bis der nächste BAföG-Bericht erscheint. Ist denn dann wenigstens in dem Bericht, der dann so verzögert kommen wird, sichergestellt, dass die Einkommens- und Preisentwicklung für den gesamten Berichtszeitraum ab Herbst 2014 dort aufgefasst ist und dargestellt wird? Denn das ist unheimlich wichtig, da ja etliche, nämlich über 100.000 junge Menschen aus dem Bericht auch erstmal aus dem BAföG-Bezug herausgefallen sind. Also wird das der ganze Berichtszeitraum seit dem letzten Bericht umfassen oder nur 2 Jahre? Herr Kollege Gehring, die Verschiebung des BAföG-Berichts ist bereits in der Gesetzesbegründung des damaligen BAföG-Änderungsgesetzes enthalten gewesen. Sie ist also insofern weder überraschend, sondern sie ist zwangsläufig aus der Gesetzesbegründung ablesbar. Sie macht auch in der Sache Sinn, da wir ja eine große BAföG-Reform in dieser Legislaturperiode durch die Große Koalition durchgeführt haben, die eine erhebliche Zahl von Verbesserungen für die Betroffenen herbeigeführt hat. All dies wird sich in der Darstellung des BAföG-Berichtes insgesamt wiederfinden. Und ich habe schon angedeutet, dass auch eine entsprechende Projektion vorhanden sein wird, die die Einkommensentwicklung und Entwicklung der Verbraucherpreise mit berücksichtigt. Zweite Nachfrage. Herr Staatssekretär, meine Überraschung bestand nicht darin, dass Sie einmalig diesen BAföG-Bericht auf 2017 verschieben, sondern dass Sie ihn dann nicht mal im Januar oder Februar fertig bekommen, sondern jetzt sagen, dass Sie erst im August die Basis, die statistischen Basisdaten erhalten, sodass offensichtlich in dieser Legislatur womöglich gar nicht mehr mit einem BAföG-Bericht zu rechnen ist. Da stellt sich für mich die Frage, ob Sie mit schlechten Zahlen rechnen oder ob Sie zusichern können, dass unmittelbar nach der Ankündigung der statistischen Basisdaten durch das Statistische Bundesamt im August, dann im September noch vor der Bundestagswahl, ein entsprechender BAföG-Bericht erfolgt. Denn, das ist sehr wichtig, wir haben gerade
durch die Gewerkschaften und Studierendenverbände einen alternativen BAföG-Bericht vorgelegt bekommen, der genauso aufgebaut ist wie der Regierungs-BAföG-Bericht. Und da sind ja schon sehr, sehr eklatante Hinweise drauf drin, wie viele in den letzten Jahren nicht in den BAföG-Bezug hineingekommen sind und wie dringend notwendig eigentlich noch vor der Bundestagswahl eine weitere Erhöhung wäre. Herr Kollege Gehring, die Überraschung bei Ihnen überrascht mich, denn es ist ja ganz logisch, dass ein BAföG-Bericht erst dann vorgelegt werden kann, wenn die entsprechenden Daten vorliegen. Ich darf wiederholen an der Stelle, dass wir auf die Daten des Statistischen Bundesamtes zurückgreifen werden, die wir für die BAföG-Statistik grundlegend benötigen. Die erwarten wir im Sommer und es wird danach an die Arbeit herangegangen werden, um die Sachen mit der Projektion in Verbindung zu bringen. Der BAföG-Bericht wird in diesem Jahr noch vorgelegt werden. Nach meiner Buchführung war das jetzt die zweite Nachfrage, ja. Richtig? Danke, Herr Staatssekretär. Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur